Willkommen zu unseren News am Samstag, den 30. Juli, zu einer weiteren Newsfolge. Und wie gewohnt sind das die News der letzten Tage. Sony hat für die PS5 ein neues Systemupdate angekündigt, das ab dieser Woche im Rahmen einer Beta getestet wird. Mit an Bord ist die 1440p-Unterstützung. Ein lang ersehntes Feature, vor allem für Gamer, die auf einem WQHD-Monitor spielen. Jedoch muss nicht nur die Konsole dieses Feature unterstützen, sondern auch das jeweilige Spiel, das man spielen will, muss das Rendering mit 1440p unterstützen. Wenn euer Spiel sogar eine höhere native Auflösung, wie zum Beispiel 4K, unterstützt, jedoch euer Monitor nur bis zu 1440p, könnt ihr von einer verbesserten Anti-Aliasing durch Super Sampling profitieren. Eine weitere Änderung haben wir noch bei den Spielelisten, die durch das Update Einzug halten. Diese können wir in unserer Spielebibliothek erstellen und hilft uns, unsere Games zu organisieren. Ähnlich wie die Ordnerstruktur bei iOS und Android Smartphones. Zudem gibt es noch weitere Features, zum Beispiel die Anfrage zur Bildschirmfreigabe, Mitteilung bezüglich eines Spielbeitritts, das Versenden von Stickern und Sprachnachrichten in der Gamebase und ein einfacherer Zugriff auf laufende Aktivitäten. Wann dieses PS5-System-Update für alle Benutzer zugänglich sein wird, wurde bisher von Sony nicht kommuniziert. Vom 28. bis 30. Oktober findet in Hamburg die Polaris statt. Und seit dieser Woche stehen euch die Tickets zur Verfügung und das sogar noch bis Ende August für einen vergünstigten Preis. Tagestickets kosten aktuell 22 statt 29 Euro und Tickets für alle drei Tage 53 statt 60 Euro. Und für diesen Preis bekommt ihr mehrere Themenbereiche geboten. Gaming, E-Sports, Artists, Asia und Shopping. Aktuell haben sich mehr als 120 Aussteller angemeldet, darunter Capcom, Crunchyroll, der Delek Entertainment und Razer. Außerdem zu finden auf der Polaris sind viele namhafte Künstler und Creator. Die Geschichten des Animus werden zur Realität auf den Battlegrounds. Wie Publisher Krafton ankündigt, wird Abstergo Industries in die Welt von PUBG, Battlegrounds und New State Mobile Einzug halten. Dies ist möglich anhand einer Partnerschaft mit Ubisoft, die Assassin's Creed Elemente ins Spiel bringen. Neben Gegenständen soll es zusätzlich eine Reihe exklusiver Events geben, wo man Assassin's Creed Kisten Tickets verdienen kann. PUBG Battlegrounds meets Assassin's Creed startet ab dem 17. August und endet am 22. September. New State Mobile meets Assassin's Creed startet einen Tag später am 18. August und endet am 21. September. PlayStation 5 Konsolen sind immer noch recht rar und die Drops sind so selten wie Shiny Capradors auf Level 99. Und dieses Problem hat nicht nur der Endkonsument, sondern natürlich auch der Entwickler. Deshalb will Sony mit einem Leihprogramm die Einstiegshürde vor allem für Indie-Studios senken. Entwickler und Publisher können sich in Zukunft bei Sony registrieren, um ein lizenzierter Partner zu werden. Als Partner kommt man dann in den Genuss eines Entwicklungskit und einer PS5 Testkit-Version. Auch Deutschland gehört zu den unterstützten Ländern, somit können wir uns eventuell bald über mehr PS5-Spiele von deutschen Indie-Entwicklern freuen. Aus dem Nichts kündigt Sony einen Controller für iPhones an, der die Steuerung von PlayStation-Spielen via PS Remote Play ermöglichen soll. Der Backbone One PlayStation Edition ist ein von Sony offiziell lizenzierter Controller, den man an einem gewöhnlichen iPhone anbringen kann, um via PS Remote Play PS4 und PS5-Spiele spielen zu können. Somit verwandelt man ein iPhone zu einer Art PlayStation-Handheld-Konsole. Das Design, Material und die Farben sind angelehnt an den DualSense-Controller der PlayStation 5. Das Backbone One PlayStation Edition soll zuallererst in den USA, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden, den Niederlanden und Großbritannien erscheinen. Der Controller ist für 100 US-Dollar auf playbackbone.com erhältlich. So, das waren sie, die News der vergangenen Tage. An dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen und natürlich auch über eure Kommentare auf YouTube. Und damit ihr keines unserer News-Folgen verpasst, einfach ein Abo bzw. Follow dalassen. Und auf YouTube nicht das Glöckchen vergessen zu aktivieren. Die nächste News-Folge gibt's am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Loot euch.